Also Pflegekoordinator ist im Grunde genommen eine onkologische Fachpflegekraft, die viel Wissen über Onkologie, medizinisch auch pflegerisch hat und der Sinn durch die viele verschiedene Strukturen hat. Pflegekoordinatoren haben die Aufgaben, besondere Aufgaben in den Bereichen oder Krankenhäuser, wo man viele onkologische Patienten hat, wo man Strukturen und Prozesse organisieren soll, wo man auch bestimmte Aufgaben bezogen auf die Zertifizierung oder Rezertifizierung hat oder letztendlich auch Versorgung von Patienten im ASV-Bereichen. Aber Pflegekoordinaten kann man auch zum Beispiel sinnvoller einsetzen bei den verschiedenen Fortbildungen oder Fachweiterbildungen. Dann haben sie auch ihre Rolle gefunden. Ganz breiteres Spektrum sozusagen von einfacher Betreuung von onkologischen Patienten bis zum Austragen von den Fachweiterbildungen oder Kongressen.